Willkommen zurück, lieber Uncharted 4 Begeisterter. Wir stehen vor einem neuen Problem. Wie läuft der Aufzug? Ich weiß es nicht, ich versuche es herauszufinden. Ich habe ja irgendwie in der zwei Schätze hintereinander gefunden, so in, weiß ich nicht, 2 Minuten, vielleicht auch weniger. Ich schaue mir die Aufnahme nachher mal an. Ich glaube, es war weniger. Und jetzt müssen wir hier schön munter weitermachen. Ich habe nur Plan im Moment. Ich laufe nur so durch die Gegend, aber hier ist doch was. Was erzählt er mir? Kannst du mir helfen? Ach, das ist die Aufzugstür. Achtung, liebe Leute, die Aufzugstür geht auf. Und sie ist offen. Nicht. Ich halte auch. Das haben sie echt gut gemacht, wenn man sich die Elena anschaut, wenn die das Ding hochhebt. Die hebt es echt hoch wie so ein Vibe. Einfach authentisch gemacht. Aber jetzt fährt sie rein. Und er ist wirklich schön. Okay. Anscheinend geht der Aufzug noch hier. Das war ja nicht vorherzusehen. 3 von 3. Aber liebe Leute. Jetzt gibt es bestimmt gleich wieder eine Schießerei. Ich spüre es. Es ist nämlich gerade so ruhig und romantisch, wenn man hier rausschaut. Der 300 Jahre alte Lift fährt uns nach oben. Wäre das nicht schön jetzt in diesem Aufzug? Ja, Libertaria. Wunderschöne. Zusammen ein Eis zu essen, aneinander sich zu kuscheln. Wieso hast du deine Meinung geändert? Toll. Ja, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses... Tolle Aussicht. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Wir sind da. Aber er rührt sich nicht. Er ist noch in seinen Gedanken versunken. Und jetzt stellte er die Frage der Fragen. Oh, los, hilf mir mal. Willst du meinen Schwanz lutschen? Oh Gott, alles klar, das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du keine. Wenn ich wüsste, wie mir so ein Piep über solche Sachen legt, dann würde ich es machen. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht kann es mir einer erklären, falls es einer bis dahin gesehen hat. Der es weiß, der jemanden kennt. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Alles klar, wir steigen wieder ein in unseren 4x4 Schorlein 4,0 Liter. Was ist es? Halt, New Devon. Klingt wie ein Benziner. Los geht's. Hui, hier ist die Natur viel schöner, viel grüner. Komm, wir brezeln da jetzt durch einfach. Vollgas. Und wir nehmen die schwierige Route. Und den Wagen auf Herz und Nieren überprüfen. Läuft. Cool, es geht ja richtig hoch. Ist da noch irgendwo ein Aufzug? Ich habe wieder mal nicht zugehört, anscheinend schon. Ist der Sound im Spiel? Ja. Schön. Klingt gut. Macht uns eine heile Welt vor, die wir nicht haben. Cool. Macht Spaß, hier entlang zu fahren. Dass die beiden nicht miteinander reden. Hey! Hey, es geht los. Hey! Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach draußen. Die werden wir wohl bald sehen. Ist euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Schön hier. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen's. Over und out. Over and out, was haben wir hier? Eine
Piratenstatue, die wir nur von hinten sehen. Und die ich nicht genau ins Bild bekomme. Auch egal. Cool. Also das könnt ihr mir schon vorstellen, hier auch mal schön gemütlich mit meinem Auto entlang zu fahren. Ich habe auch so ein ähnliches Auto. Das wird super gehen. Ja. Ja, mit dem Audi R8 kann man da voll cool fahren. Hey, wir müssen über die Brücke rüber. Ich habe natürlich kein Audi R8. Festhalten. Vollgas! Vollgas! Alles bricht zusammen! Oh oh! Das überrascht mich. Die Strömung ist zu stark. Moment. Okay, jetzt wird's knackig, Leute. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn ich was lenke? Felsen hochklettern. Felsen hochklettern. Machen wir das. Und? Sehr gut, Felsen haben wir geschafft. Naja, der Felsen hat nicht geschafft. Aber hier, wo ist? Hui! Wow! Ich bin dafür, dass man das Spiel verfilmt. Jetzt muss ich mir erstmal gucken, wo ich bin. Sollen wir da mal raufgrabeln? Schnell hier rüber. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Wisst ihr es? Ihr wisst es natürlich. Genau. Ich wollte jetzt euch damit nur zeigen, hey, halt, stopp. Überlegt genau, was ihr macht. Boom! Okay, bin okay. Jetzt los, jetzt Licht hier dunkler. Okay. Der Quatsch. Komm schon. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Das klappt nicht. Ich kann unter Zeitdruck nicht springen. Ich kann das nicht. Alles klar. Das sehe ich jetzt zum vierten Mal. Es wird langweilig. Okay, alles klar. Wo kann ich mich hier hochklettern? Komm schon. Komm schon, komm schon. Okay. Was meint ihr mit hier drüben? Das klappt doch alles nicht. Ich lasse mich noch ein bisschen ab und schwinge jetzt nochmal. Eine Runde. Schwingen scheint hier sehr gut zu gehen. Hält mich der Baum? Jetzt hat. Okay, man muss richtig schwingen. Cool. Langweilig wird's nicht in dem Spiel. Problematik an dieser Situation ist natürlich, wer übernimmt den Schaden? Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Wo geht's wieder? Jawohl. Jetzt war mein Mikro gerade gemutet. Da habe ich also jetzt völlig umsonst hier geredet. Auch nicht so schlimm. Weiter geht's. Immer weiter, immer weiter. Der Elena hinterher. Das Auto ist kaputt. Ich weiß nicht, ob es drauf ist. Das ist ein Versicherungsschaden. Haben wir schon angerufen. Die Huck Coburg wird den Schaden für den defekten Wagen selbstverständlich übernehmen. Ja, das wäre übel gewesen. Ich hab's. Okay, weiter. Wir dürfen hier unser Hauptziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen unseren hinterfotzigen Bruder Sam finden. Und uns wieder mit ihm gut stellen. Und an der Bruder-Bruder-Situation arbeiten. Was hast du gesagt? Da hinten ist eine Öffnung. Also, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch?
Ganz einfach. Ganz einfach. Hier. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. Ach, sie ist da. Wie hat sie das gemacht? Schlaues Weibchen. Das Weib Elena. Hopp hoch, ich sehe schon, wo es weitergeht. An den Kratzern müssen wir irgendwas irgendwie entlang schleifen. Was gefunden? Nein. Hallo, hallo. Der hängt da wie eingefroren. Ich kann gar nichts machen. Ich lass mal los. Das geht. Was kniet denn der da so? Ist das der Buggy? Nee. Jetzt. Darauf. Ja, es läuft doch. Läuft. Liebe Leute. Wo ist Elena? Jetzt wäre es toll, wenn man gucken könnte. Wo ist Elena? Aber das wird einem immer nur angeboten, wo die Verbündeten sind. Wenn man eh weiß, wo die sind. Sehr gut. Oben, das machen wir nochmal. Ohne Wasserlandung. Wie ist denn, wo ist denn die hergekommen? Gab mehrere Wege. Boah, mir graut es ja eigentlich schon wieder davor, wenn ich weiß, nachher müssen wir wieder schießen und umeinander ballern, dass wir unseren Bruder irgendwie wieder frei bekommen. Aber was auch wiederum heißt, wenn wir den frei bekommen, dann neigt sich das Spiel auch wahrscheinlich so langsam dem Ende zu. Oh, ganz allein hier? Und nachdem ich dann das Spiel gar nicht mehr brauche, kann ich es ja verlosen, verschenken. Weiß ich noch nicht. Wäre doch eigentlich eine coole Idee. Tja, Ruhe in Frieden. Oder ich tue nicht verlosen, nicht verschenken. Ich verkauf's. Gut, wo lang? So, hüpfen wir mal runter zu, sollen wir da nicht runterhüpfen? Zu Elena. Was sieht sie? Da ist doch irgendwas, da flattert doch was. Müssen wir hier runter, oder? Ich probier's mal. Nee, doch, da guck mal. Der schaut doch da recht schön aus. Leute, nicht erschrecken, eventuell bellt gleich der Hund hier eine Runde. Der ist schon am narrisch werden. Weil irgendjemand im Treppenhaus Lärm macht. Wo lang? Er beruhigt sich schon wieder. Wo lang? Wo lang? Ich weiß nicht mal wohin. Da waren wir ja gerade. Okay. Da kommt die Elena auch angeflogen. Flying Elena. Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht, da wo es lang geht. Aber wir müssen darüber. Das spüre ich. Wo ist jetzt hin? Komm, gucken wir nochmal hier unten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, dass ich da 10 Minuten suche. Aber ich sehe das. Ne, da kann ich mich loslassen, bin ich hin, oder? Dieser grüne Vorsprung da unten. Auf dem kann ich nicht landen, ohne dass es mich mein Leben kostet. Wo sind wir denn jetzt? Gut, irgendwo noch in der Nähe. Ja. Vielleicht laufe ich auch hier einfach falsch und fokussiere mich einfach auf eine falsche Stelle. Gucken wir mal, ob wir noch hoch könnten.
Also hier nicht, weil von da sind wir ja gekommen. Das schaut schön aus hier. Waren wir da schon mal oben? Ich glaube nicht. Doch, das war das schon. Da waren wir schon. Okay, lass gucken. Da ist der Fels so. Dann geht's da weiter. Man sieht schlecht. Ich versuche mal ein bisschen nach unten. Ist irgendwie Quatsch, dass ich mich da entlang hangel. Könnt ihr auch die ersten Schritte unten gehen? Hoppala, hat er sich jetzt Hirn ankaut oder wie? Okay, dann hier durch. Liebes Publikum und darauf. Und dann bereite ich euch schon mal vor, dass wir schon ganz bald wieder schießen. Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, Okay. hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nate. Das ist ein Massengrab. Gut. Hallo? Ach, guck mal, da hockt einer. Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Ach, vor allem. Hier ist noch einer. Der hat den anderen Stiefel am Behalten. So, Leute. Da ist der nächste. Bricht es ein? Eigentlich ja, oder es bricht alles ein. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Hui, cool. Sind da schon Rave-Leute? Nee. Keine Rave-Leute. Aber ich spüre, es dauert nicht mehr lang. Es wird wärmer und wärmer. Mehr Galgen. Mehr Galgen, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier entlang kommen. Da können wir auf Dumm ja schon unten entlang purzeln, oder? Spricht ja nichts dagegen. Die Elena noch da? Pass mal auf, ich zeige euch was. Vielleicht geht es. Ich stelle mich jetzt hinter die und bumps die. Komm schon, kleine Nummer hier auf der Insel. Einmal noch. Nee, die hat heute keinen Bock. Zack, aber gesehen? Habt ihr gesehen? Da gab es noch einen Tittenklatscher. Neues Kapitel. New Divon. Oder Tifon oder Defon, ich weiß es nicht. Leute, klasse, dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Break. Und wenn ihr wollt, nächste Folge morgen 20 Uhr oder 21 Uhr. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis später.